Wie geht's jetzt richtig? Wie geht's wirklich? Wie muss man die Korkskabe herrichten, damit man es vernünftig in die Dosen einbringt? Bleibt dran und zeig euch's. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht's um ein höchst wissenschaftliches Projekt. Sackdose richtig installieren. Leute, in meinen vielen, vielen Jahren war ich auf sehr vielen Produktvorstellungen, auf Schulungen von den verschiedensten Herstellern, ob das Katrain, Wisi, Fuba, Axing, keine Ahnung, wie es alle heißen. Mir kommt es mittlerweile schon so vor, je nachdem, was du für einen Schulungsleiter hast, einer erzählt es so, 8 Wochen später erzählt es der andere ein bisschen anders. Aber zu dem Thema Fernsehdosen anschließen, Sattdosen oder überhaupt TV-Dosen, da wird ein Hype drum verbracht und wie geht es genau richtig, vor allem in Deutschland wieder mit. Da gibt es 150 Millionen Wege, um das Ganze falsch zu machen. Bei der ganzen Geschichte darf man aber eins nicht vergessen. Es geht nur um 2 Drähte. Und die 2 Drähte muss man richtig in der Dose einstecken. Und die 2 Drähte dürfen nicht zusammenkommen. Falle, gibt es noch das eine oder andere, wenn ich heute so ein Kabel so abknicke, haben wir Schwierigkeiten. Das zeige ich aber gleich. Aber ansonsten, Fernsehdosen einbauen, 2 Drähte. 2 Drähte. Nicht ein Ernst, oder? Das ist jetzt eine typische SAT-Anschlussdose von Katrain, in dem Fall eine ESD30. Das Ganze gibt es natürlich, das hat jetzt einen so einen Zipfel, einen F-Anschluss für einen SAT-Anschluss. Das Ganze gibt es auch als eine Twin-Lösung. Verlinke ich unten einmal, auch die Dosen verlinke ich unten einmal. Das Ganze gibt es natürlich von anderen Herstellern auch. Ich verwende einfach gern Katrain und darum habe ich das da auch. Ich muss jetzt auf den Kopf stellen für euch. Da drin haben wir den Anschluss. In diese Klemme kommt der Innenleiter, die sogenannte Seele. Und in diesem geriffelten Bereich, das Alugeflecht, der Schirm. Ob ihr das Ganze jetzt natürlich mit einem geeigneten Koaxialabmantler geht es am einfachsten, aber man kann natürlich ein Cuttermesser auch dazu verwenden. Cuttermesser muss man halt aufpassen, dass man den Schirm nicht abschneidet. Ich nehme da schon ganz gern den Abmantler her. Das ist jetzt so, wie es Katrain zum Beispiel empfiehlt. Als erstes das kleine Stück komplett abmanteln, das dann in der Dose in die Klemme reinkommt. Das kommt dann da oben rein. Jetzt brauchen wir den zweiten Kontakt. Für den zweiten Kontakt wissen wir ja, da drin ist der Schirm. Katrain hat auf dem Beipackzettel, der den Dosen beiliegt, genau angegeben, wie lang jetzt die äußere Isolierung abgemantelt werden muss für den Schirm. Es geht aber auch ganz einfach. Man kann das einfach herhalten, den Deckel zu machen und dann sehen, da unten drin die erste Kammer, die muss dann schon, diese Welle, diese Noppe, muss schon aufs Geflecht greifen. Jetzt, man kann sich das da irgendwie ganz bisschen markieren, anzeichnen. Dann sehe ich das. Dann nehme ich von den Abmantler die breite Seite. Gehe da drauf. Mantel das Ganze ab. Jetzt kann man das Ganze kontrollieren, dass auf keinen Fall das Geflecht in Kontakt mit dem Innenleiter kommt. Das Ganze reinstecken. Anschrauben. Schließen. Okay, funktioniert. Manche sagen, nein, das ist so nichts. Das sollte man am besten noch ein bisschen zurück und so rumtüdeln, dass auf alle Fälle nichts fallen kann.
um ehrlich zu sein, ich persönlich mach's ganz anders. Ich tue es erst die äußere Hülle abmanteln, dann habe ich viel mehr Geflecht. Das tue ich dann auf die Seite bündeln, isoliere vorne das kurze Stück ab und das Geflecht wickel die so einfach rum. Das Ganze kann man jetzt wieder wunderbar leicht, wenn man die Schraube geöffnet hat, wunderbar leicht da einführen, schließen, nochmal schließen und dann montieren und es passt. Da ist der Satanschluss. Viele fragen immer, wozu eigentlich die beiden anderen Buchsen noch sind. Das kommt halt aus früheren Zeiten. Früher war fast in jedem Haushalt, bevor es die Sattechnik gegeben hat, oder auch die erste Zeit noch mit der Sattechnik, hat es nur Sicherheitsdosen gegeben. Das war halt für Radio und TV. Ganz normale terrestrische Antennen. Und Satt hat man halt dann dazu eingefügt. Bei uns zum Beispiel hat es jahrelang die österreichischen Sender ORF 1 und 2 über terrestrisch gegeben, über Sattanlage nicht. Dann hat man halt einfach mehrere Buchsen benutzen können und verwenden können und gepasst hat das. Mittlerweile kann man ja, habe ich ja letztes Mal erklärt, in dem Multischalter kann man ja zum Beispiel ein HF-Signal einspeisen von einer Videokamera und das kann man dann auch irgendwo da entnehmen und direkt im Fernseher ein. Also es gibt nach wie vor Anwendungszwecke, ob man die täglich braucht, steht auf einem anderen Blatt. Das ist wirklich einfach, wirklich nicht schwierig. In der Dosen hat man dann meistens irgendwo die Leitung jetzt dann so nach hinten, irgendwie so nach hinten verlegt. Da geht jetzt in meinen Augen schon die größere Thematik an. Wenn ich das Ganze in so einer Dose drin haben muss, man hat ja für gewöhnlich das Ganze noch mit Leerrohr. Ich mache es jetzt einmal ohne Leerrohr. Wenn ich jetzt das sehe, dass die jetzt drin ist, würde für die Installation, wenn ich jetzt das rausziehen möchte, bringe ich die Dose nicht einmal raus. Das heißt, damit dass ich es überhaupt anschließen kann, muss ich es mindestens so lang machen. Dann bringe ich die Leitung plötzlich nicht mehr sauber rein. Und da lassen sich die Leute unwahrscheinlich viel Mist einfallen. Ich habe schon gesehen, dass dann 2 Meter drin Draht werden, geknickt werden. Und das ist wesentlich schlimmer wie alles andere, was man vorne in der Dose kaputt machen kann. Da dämpft man das Kabel so stark, dass es unter Umständen keinen Empfang mehr gibt. Wir verwenden, wenn wir neue Installationen machen, diese Dosen, gibt es sogenannte Elektronikdosen. Die haben da unten dann so einen Bauch. Das wird eingeputzt. Man sieht dann trotzdem nur das, aber da unten ist ein riesengroßer Bauch. Im Prinzip schaut es dann so aus, dann kommt die Dose da rein. Der Teil ist ja verputzt, das sieht man da nicht. Und wenn ich heute die Dose ausbauen muss oder zum Anschließen, kann ich natürlich, wenn ich das raus tue, habe ich natürlich eine relativ lange Leitung, wo ich perfekt die Dose anschließen kann, dann wieder in das Loch rein. Und da ist ja dann wieder diese Dose drin. Wie gesagt, der Teil da unten ist eingeputzt, den sieht man nicht. Man sieht in der Wand dann auch nur diese Dose. Diese Elektronikdosen, Unterputzelektronikdosen, werden übrigens auch für Netzwerkanschlüsse, für LAN-Dosen verwendet, weil man einfach viel mehr Komfort hat beim Anklemmen. In meinem letzten Video über den Multischalter habe ich ganz oft die Frage gestellt bekommen, da haben ja jetzt 8 Ausgänge, ich habe ja aktuell noch gar keinen belegt. Wenn ich diese Ausgänge nicht belege, also wenn ich von den 8 Ausgänge zum Beispiel nur 4 benutze, ob man dann die anderen 4, die noch frei sind, mit einem Abschlusswiderstand, Endwiderstand oder terminieren oder was auch immer, nein, das ist bei der Sattanlage nicht nötig. Das, was ich meint, war bei den Kabelfernsehen, Breitbandkabel-BK-Anlagen nötig. Da hat man
im Prinzip ähnliche Dosen gehabt, natürlich ohne den F-Anschluss. Und da hat es Einzelanschlussdosen gegeben oder Durchgangsdosen. Die Einzelanschlussdosen habe ich eigentlich nie verwendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verwende für die Kabelanlagen von der Firma Katrain die ESD44 als Durchgangsdose. Ein Kabel kommt in eine Dose rein, von der Dose wieder raus. Hat dann 1 dB Durchgangsdämpfung, 14 dB Anschlussdämpfung. Das reicht für die normalen Installationen. Und wenn ich die letzte Dose, eine Enddose gebraucht habe, habe ich auch die 44er Nummer, bin eingegangen und im Ausgang habe ich am 75 Ohm Endwiderstand dran gemacht. Beim Kabelfernsehen ist es so, da muss jeder Strang, das ist eine Sternverdrahtung, jeder Strang mit einem Abschlusswiderstand geschlossen werden. Sonst funktioniert das nicht. Aber wie gesagt, das ist Kabelanlage, BK-Anlage, da kommen wir vielleicht in einem anderen Video mal noch dazu. Das war jetzt Satanlage. Also nochmal zusammenfassend. Ganz, ganz wichtig ist, das Koax-Kabel pfleglich zu behandeln. Ganz feine Nagelscheiben zum Beispiel, wenn man es irgendwie aufputzt verlegt, generieren da sehr hohe Dämpfung. Das heißt, das bedeutet ein hoher Widerstand und umso schlechter wird das Signal. Feine meinen da, wenn ich halt ein schlechtes Signal habe, ein schlechtes Empfangssignal, irgendwie, keine Ahnung, nur 40 dB oder 37 dB, dann haue ich einen fetten Verstärker ein und dann funktioniert das. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, ein Verstärker verstärkt das komplette Signal. Das heißt, wenn auf diesem Signal Störungen drauf sind, werden auch die Störungen mit verstärkt. Und diese Störungen können ganz oft verursachen ganz starke Leitungsknicke, ganz starke Quetschungen von Nagelschellen, solche Dinge führen dazu, dass Störungen eingeschliffen werden und dies wird dann mit einem Verstärker mit verstärkt und dann kann man sogar, keine Ahnung, 70 dB haben und trotzdem ist das Bild schlecht. Nur die Höhe der Antennenspannung reicht nicht aus, also man egal was da für Störungen drauf sind, die werden nicht verstärkt. Also wie ich gesagt habe, das Kabel pfleglich behandeln, die Dosen vernünftig einklemmen, nicht irgendwelche Experimente machen und auch nicht, das ist wirklich vollkommen egal. Wichtig ist, Innenleiter auf die Klemme, Außenleiter das Geflecht, muss auf das Gehäuse gehen, da ist, in jede Dose hat da irgend so eine Vorrichtung, meistens ist es halt die Abdeckung und das war's und es darf halt kein Kurzschluss nicht drin sein, auch nicht von einer einzigen Ader, der Schirm muss da sein, ob es jetzt denn so oder so oder so montiert. Erstens ist bei vielen Dosen ein ganz bisschen anders, aber es ist immer dasselbe Prinzip, zwei Adern, zwei Anschlussmöglichkeiten, nicht mehr und nicht weniger. Das war's von dem Video, lasst euch nicht verarschen, bis zum nächsten Mal, pfiat euch, servus.